aber keine Bedenken hier von Dominik Jentsch. Und damit erhöht er seine Führung auf 3:1. Und ich weiß nicht, was ist passiert. Was ist passiert, dass Thorsten hier diese Kugel so unerwartet und völlig unnötig da war. Da war keine Angst mehr oder Nervosität oder sonst irgendwas im Spiel. Völlig unerwartet daneben gesetzt hat. Wieder Geronimo Weißenberger beim Aufbau der Kugeln, während ich hier die Sponsoren noch einmal erwähnen darf. www.sportcafé.eu, Sportcafé Carbolage hier in Stuttgart, Sportcafé Markthalle in Ludwigsburg und Sportcafé Victory in Leonberg und natürlich Busch Billards und Sport. Billard Beckmann, Stadt Stuttgart, E7, Happy Snack, Added Money fällt nicht vom Himmel und hier wollen wir hoffen, dass nicht die Weiße fällt bei Jens wie das Break zuvor. Oder das Break davor, weiß ich mehr genau. Aber einmal ist ihm die Weiße gefallen in die Mitteltasche. Und hier sieht es so aus, wie wenn... Naja, ist nichts gefallen. Ja. Hier nochmal die Wiederholung. Ich gehe davon aus, dass Thorsten womöglich einen Safe spielen wird. Die Weiße genau zwischen 2 und 3 parken, während er die 1 nach unten schickt. 1 an der 2, zwischen 2 und 4 durchlaufen lassen und die Weiße genau zwischen 2 und 3 parken. Das wäre das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Wenn man eine Weile überlegt, kommen dann natürlich noch viel mehr Ideen und wer weiß, für was man sich da entscheidet. Wie sieht es bei Thorsten aus? Auch ein Safe, aber ganz andere Art und kein schlechtes. Darauf muss man erstmal kommen hier. Offensichtlich wollte er auch die 2 und die 3 ein bisschen trennen, vielleicht waren die ihm zu dicht für den weiteren Spielverlauf. Ich jetzt gar nicht so als Problem wahrgenommen, aber vielleicht hat er das gesehen und jetzt hat die 1 und die 4 bilden ein kleines Problem, aber das könnte sich jetzt natürlich erledigen, wenn Dominik Jentsch einen korrekten Stoß auf die 1 landen möchte. Und das scheint wohl über 2 oder 3 Banden zu funktionieren. 2 Banden mit besserer Resave-Chance. Lang, kurz. Hier kommt er. Hier kommt er. Korrekt. Und? Gibt es ein Resave? Nicht wirklich, nicht wirklich. Auch wenn nichts Hochprozentiges liegt, aber es liegt was. Ich bin gespannt, ob Thorsten den jetzt angreifen wird. Ich glaube, es bleibt ihm nicht viel übrig. Den Ball jetzt dünn angreifen, mit Übergreifen hier über die 4 und die 10. Pendeln lassen, 1, 2 Banden. Oder super leicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, pendeln lassen, oder? Ich will mich da mal nicht festlegen. Jedenfalls muss die 2 wieder in die Mitte kommen, die Weiße in die Mitte kommen, damit man die 2 spielen kann. Pendeln lassen, genau, und da kommt sie für die 2. Wenn sie auch nicht so sehr in der Mitte liegt. Thorsten Hohmann, einer der deutschen Superstars. Weltweit zählt er zu den besten Billardspielern auf diesem Planeten. Egal, ob es dabei um 10 Ball, 9 Ball, 14-1 oder 8 Ball geht. Hier, die kann er ganz leicht spielen. Das ist ganz soft, zart für die 3 in die Kopftasche. Und jetzt kommt die erste Schlüsselposition zur 4. Frage ist, ob er die 4, wenn er jetzt die 3 spielt, da möchte ich mich wirklich nicht festlegen, zumal der Winkel manchmal von der Kopfkamera täuscht. Ob er jetzt hier die Weiße zurückzieht zwischen 5 und 9 oder an der 9 auf der anderen Seite vorbei, um die 4 lang zu spielen oder einen Safe zu spielen. Das vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen.
aus dieser Kopfkameraperspektive, deren Linien manchmal täuschen. Lassen wir uns überraschen. Aha, interessant. Aber nicht gut. Er hat es versucht, hier an der 5 vorbei, Bande raus, Position 4 und versteckt sich dabei hinter der 5. Der Albtraum schlechthin. Versucht gerade eine Möglichkeit zu sehen, hier einen korrekten Stoß überhaupt zu landen. Also den Save, der ist ihm mal richtig gut gelungen. Auch wenn er sich damit nur selber gesaved hat. Eventuell wäre ein 1, 2, 3, 4 Bänder möglich, wenn er in die Kopfrichtung spielt. Aber er muss es einfach mit einfachen Effet, und er braucht ungefähr 1,7 Lederbreiten Effet hier, um rüber zur 4 zu kommen. Perfekt. Super. Super getroffen. Trotzdem hinterlässt er eine Chance für Dominik Jentsch. Der kann entweder auf den Ball gehen, ja, nicht ganz einfach, oder er kann einen hochprozentigen Save wiederum spielen, indem er die Weiße hinter die 9 oder 10 parkt. Oder genau dazwischen. Da muss er halt nur dafür sorgen, dass die 4 wieder aus der Kopfbande rauskommt. Bin gespannt. Geht er auf die 4 oder auf den Safe? Oder schaut er sich gerade die Kombi an? Will er die 9 in die Mitte spielen? Ich würde nichts mehr überraschen. Ich habe hier schon einiges gesehen heute. Spielt die 9 Mitte und als Zugabe noch die 4. Ich möchte wissen, welche von beiden er angesagt hat. Ich schätze mal die 9. Der Schiedsrichter zuckt jedenfalls nicht. Er nimmt den Ball offensichtlich als offensichtlich hin. So, damit ist die Sache hier ziemlich geordnet, was vorher so diffus ausgesehen hat. Hat sich das Feld gelichtet. 6, 7, 8 und aus. Wenn wir gerade von einem gelichteten Feld reden, dann muss ich natürlich auch mal schauen, wie die anderen Paarungen hier aussehen. Und da haben wir, Moment, ich muss das selber noch ein bisschen ausfüllen. Wir haben ein Match hier, ein rein bayerisches Match, ganz oben im Tableau. Manuel Ederer gegen Benjamin Heimerer. Dann haben wir ebenfalls in der oberen Hälfte das Viertelfinale zwischen Timo Kosic und Christian Maxeiner. Während Dominik Jentsch gerade seine Führung auf 4 zu 1 ausbaut. Und dann haben wir unser Viertelfinale hier zwischen Thorsten Hohmann, Dominik Jentsch. Und dann haben wir ganz unten, das habe ich gar nicht mitgekriegt, und ja, Reimering hat natürlich gewonnen. Und er spielt gegen Tim Görgen. Das habe ich noch gar nicht ausgefüllt. Der Break wieder. Dominik Jentsch. Unser Dominator hier. Beide Kugeln ganz nah ans Mittelloch bekommen hinter der 1. Eine davon gefallen.
Aber leider die 1, die ist natürlich in der Position, wo sie eigentlich hingehört. Nicht jetzt Press an die 5 oder 4, was es ist. 5 ist es. Sondern natürlich, wenn man jetzt von links her wählt den Breakpunkt, etwas links vom, ja genau, hier etwas links. Und dann rollt die Weiße auch vor das, vor der rechten Kopftasche. Direkt jetzt von der rechten Seite vom Kopfpunkt gesehen, rollt die 1 eher bei zentralem Treffen Richtung linker Kopftasche und bietet sich natürlich immer als schöne Position an. Und jetzt wird er natürlich zu einem Safe gezwungen. Dünn, 2 Banden, die Weiße raus, 3 Banden wahrscheinlich. 1, 2, 3, nein, habe ich nicht ganz verstanden, das den Stoß habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Den hat er sich wahrscheinlich selber auch ganz anders vorgestellt. So. 1 vor der Tasche, 2 ist weg. Hier ist noch einiges an Arbeit übrig, die 3. Nah an der 9, entweder geht sie dran vorbei oder nicht. Oder er müsste sich vielleicht für die Cambolage interessieren oder eine Präzisionsposition hinter der 3 finden. Also viel Arbeit. Das erste Meisterstück wartet hier schon auf ihn. Akkurate Position, 1 zur 3. Ich glaube, da wollte er noch einen Meter weiter rollen mit der Weißen. Das ist sicherlich nicht seine Wunschposition. Aber da wollte auch schon, mein lieber Mann, das war ein harter Versuch. Er muss jetzt eigentlich ein Safe spielen, was kann er anderes machen? Aber wie spielt man ein Safe? Er sieht sie nur dünn, ganz, ganz dünn, knapp vom Mittelloch die Weiße und dann ganz außen rumlaufen lassen. Doch, genau das, ganz außen rum. Da kommt die Weiße. Hat er den Ball auch noch dazu angesagt? Er hat ihn. Krass. Ich sage nichts mehr. Ich wäre wahrscheinlich noch nicht mehr in die Nähe der Ecktasche gekommen, wenn ich den Ball probiert hätte. Ich verstehe gar nicht, wie der 4-1 hinten ist. Ne? Ich glaube, er hat ja einmal einen ganz leichten Ball verschossen da. Schleudertrauma oder sowas. Shot Clock leider beständig auf 35 Sekunden. Und jetzt kann ich die Uhr, diese Kombination kann ich nicht beurteilen aus der Entfernung oder auch von der Perspektive her. Ob er jetzt eine Kombination überhaupt versucht, ob es überhaupt möglich ist oder ob er einen Safe probiert hier. Krasser Ball davor. Da bin ich immer noch in Mitleidenschaft gezogen. Muss direkt erstmal einen Schluck trinken dazu. Aber was mich immer wundert, obwohl der so krasse Bälle manchmal zeigt, das Publikum, in Amerika werden sie wahrscheinlich schon gestanden auf ihren Sitzen und hier winkt das den Leuten ein müdes Schnippen ab. Wahrscheinlich alle verwöhnt, weil jeder einen Topspieler irgendwo sehen kann. In Amerika kostet das immer Eintritt. Ja. Und wenn man hierzulande einen Eintritt verlangt oder so bei einem Turnier, kann man sicher sein, dass man in absolut anonymer Atmosphäre dieses Spiel durchbringen kann. Da können sich die Leute ja mal Gedanken machen, woran das liegen kann. Aber wenn man das ausspricht, macht man sich extrem unbeliebt. Okay, wunderbares Save. Wunderbares Save hier von Dominik Jentsch. Naja, eine Vorbahn oder drüber jumpen. Da bin ich jetzt echt mal gefordert, hier mir Gedanken zu machen auf dem hohen Niveau. Kann auch an der 7 vorbei, rechts vorbei an der 7, glaube ich, ohne die 9 zu behakeln.
und die lange Vorbande nehmen mit viel Effekt.